Urdhva Matsyasana ist der nach oben ausgerichtete Fisch, im Grunde genommen der Fisch mit erhobenem Becken. Rafaela zeigt, wie der Lotusfisch in der Urdhva Matsyasana-Variation geht. Du gehst in den Lotus, gehst in den Fisch und dann hebst du das Becken hoch. Du kannst entweder die Handflächen auf den Boden geben oder als Vorbereitung kannst du auch mit den Händen das Becken heben. Eine zweite Möglichkeit, zu Urdhva Matsyasana zu kommen, wäre bei gestreckten Beinen. Du streckst die Beine aus, du gibst die Handflächen auf den Boden, du kommst zum Fisch, hebst also Brustkorb hoch und den Scheitel auf den Boden und jetzt hebst du auch das Becken hoch. Auch das gilt als Urdhva Matsyasana, der erhobene Fisch, wobei du aufpassen musst, dass das für deinen Nacken okay ist, denn hier ist natürlich viel mehr Gewicht auf dem Hals, in dem eben der Scheitel mehr Gewicht trägt. Außerdem stärkt es die Armmuskulatur zusätzlich zur Rückenmuskulatur.